Inspektor Gadget, der hat eine harte Spur. Oh, oh. Ja, natürlich, Herr Inspektor Gadget. Das ist doch ganz klar, Inspektor Gadget hat eine heiße Spur. Oh, oh. Weiß auch, wer es war, Inspektor Gadget. Das ist doch ganz klar. Ja, ja, bei ihm macht's Klick. Gadget hat den Röntgenblick. Gadget hat Mut. Kein Wunder mit ihm. Schreck vor nichts zurück. Inspektor Gadget ist ein tolles Stück. Oh, oh. Er ist ganz enorm. Inspektor Gadget ist in super Form. Ja, ja, jetzt macht's Klick. Ab und zu kommt's auch ganz dick. Gadget, geht ran. Zeigt euch, was er kann. Wer ist wieder da? Inspektor Gadget, wer hat eine heiße Spur? Oh, oh. Ja, natürlich, er, Inspektor Gadget. Ein Stadtbummel ist genau das Richtige, um auf andere Gedanken zu kommen. Ups! Go, go, Gadgetto Hals! Tut mir leid, Freunde, ich habe leider keine Zeit für Autogramme. Onkel Gadget, dein Gadgetophon hat geläutet. Sind Sie es, Chef? Sie sind wo? Komme sofort! Go, go, Gadgetto Schrauber! Warte hier im Gadgetto-Mobil auf mich. Das ist am sichersten. Oh, 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 Gadgetto-Beine. Na, das zweite Bein klemmt wohl wieder. Bleib Onkel Gadget auf den Fersen, Fino. Ich darf jetzt keine Zeit verlieren. Go, go, Gadgetto-Mantel. Ach, lieber Gadget. Freut mich, Sie kennengelernt zu haben, Madame, aber ich muss jetzt leider weiter. Ich bin's, Gadget. Tolle Verkleidung, Chef. Das kann man von der lächerlichen Statue da hinten nicht sagen, oder? Hier ist Ihr Auftrag, Gadget. Größter Rubin Indiens von Dr. Kralle gestohlen. Stopp. Beabsichtigt, ihn als Superlaser zu benutzen, um den Nachrichtensatelliten zu zerstören. Stopp. Diese Nachricht zerstört sich von selbst. Haben Sie noch Fragen, Gadget? Nur noch eine. Wer ist Ihr Maskenbildner, Chef? Nehmen Sie die Sache sofort in die Hand, Gadget. Sobald Ihre mich loslässt, Chef. Diese Statue hat mir gleich nicht gefallen. Ich muss sofort nach Indien, Sophie. Fino und du, ihr könnt mir helfen, die Koffer zu packen. Und pass gut auf das Haus auf. Die Reise ist zu gefährlich für dich, Sophie. Aber nicht für Inspektor Gadget. Fino, wir müssen Onkel Gadget unbedingt nach Indien folgen. Also, das ist nun Indien, das Land der Intrigen und der Geheimnisse. Willkommen, Gadget. Erfreue dich deines kurzen Aufenthaltes. Wir werden unserem lieben Inspektor einen herzlichen Empfang bereiten. Das ist der Moment, dieses kleine Wunder in den Superlaser einzusetzen. Oh je, war das eine lange Reise, was, Fino? Aber wo steckt denn Onkel Gadget? Straße freimachen, ich bin im offiziellen Auftrag hier. Ach bitte, Sahib, könnten Sie uns helfen, die Kuh von der Straße zu vertreiben? Oh nein, eine heilige Kuh. Er darf sie nicht berühren. Wir müssen das verhindern. Gehört das Vieh, beweg dich schon. Rührt sich nicht, na dann muss man nachhelfen. Er wagt es, seine unsauberen Hände auf die Kuh zu legen. Er greift den Ungläubigen. Sehr nett, dass Sie mir helfen wollen. Aber wenn Sie alle davor stehen, wird sie sich nicht vorwärts bewegen. Oh
ich bitte Sie, Sie brauchen sich doch nicht zu bedanken. Ah, Verdächtige. Ich muss meine Spuren verwischen, falls ein Metaget mir auf den Fersen ist. Go, go, Gadget, du meine! Ach, lieber Gadget! Chef, nochmal legen Sie mich nicht rein. Ich weiß, dass Sie da drin stecken. Geben sich zu erkennen. Dieses Mal könnte es sich um eine echte Statue der Göttin Shiva gehandelt haben. Inspektor Gadget zu Ihren Diensten. Ach, du lieber Gadget. Wache! Wache! Gefangener, was ist? Ich verlange als erstes einen neuen Trinkbecher. Sie haben kein Recht, irgendwas zu verlangen. Da ich ein Vertreter des Gesetzes bin, habe ich das Recht, ein Telefonat zu führen. Na dann nur zu, wenn Sie hier eins finden. Das lasse ich mir nicht bieten. Wer wagt es, Inspektor Gadget zu verhaften? Der Elefant könnte mir helfen, ja. Go, go, Gadgetto Lasso! Lauf, Elefant, lauf! Na los, zieh, zieh! Lauf, los! So, jetzt wird es Zeit, mit der Untersuchung zu beginnen. Fino, antworte! Siehst du Onkel Gadget? Verlier ihn nicht aus den Augen. Ich glaube, ich weiß, wo Dr. Kralle den Rubin versteckt. Ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Aber irgendwo anfangen muss ich. Ach, du lieber Gadget. Es scheint da oben ein Mad-Agent zu sein. Er bildet sich ein, von da oben beherrscht er die Lage. Pardon. Ich weiß nicht, das sind bestimmt Mad-Agenten. Aha, ich habe sie. Sie sind verhaftet. Auf ihren falschen Bart falle ich nicht rein. Aber Sahib, ich bin ein ehrlicher Kaufmann. Aha, und das ist Ihr Komplize in der Karnevalsverkleidung. Darauf falle ich nicht rein. Eine ganz neue Strategie von Matt, ohne Zweifel. Gips und Bärte. Na, geben Sie es zu. Na los, sonst rufe ich die Polizei. Ach, lieber Gadget. Ist alles bereit? Ja, Dr. Kralle. Ich habe ein Nagelbrett konstruiert, das ihm die Seele aus dem Hals reißt. Die Krebsdorf-Botten sind bereit, Dr. Kralle. Enttäusch mich nicht, Agent 006 oder 7. Hallo, Freunde. Fino, antworte. Hörst du mich nicht? Der Laser ist bestimmt in diesem Tempel. Fino, ich habe den Superlaser und den Unterschlupf von Dr. Kralle geortet. Ich sehe mir das mal aus der Nähe an. Versuch, Onkel Gadget herzubringen. Mein untrüglicher Orientierungssinn sagt mir, dass dieser Weg hier zu Dr. Kralle führt. Ach du lieber Gadget! Wollen doch mal sehen, ob dir dein unwiderstehlicher Charme da raushilft, Gadget. Ich könnte Ihnen stundenlang zuhören, aber könnten Sie ein Stückchen zur Seite treten? Ich meine, sich zur Seite schlängeln? Ja, eine entzückende Melodie. Sie haben da eine gute Nummer mit Ihren falschen Kobras. Das sind die gefährlichsten Tiere, die es gibt. Was? Diese miesen Imitationen? Dieser Kerl kommt mir verdächtig vor.
Achtung, lieber Gadget. Er trägt einen Rubin. Das ist ganz bestimmt ein MAD-Agent. Hey, halt, kommen Sie zurück. Go, go, Gadgetomobil. Go, go, Gadgetobeine. Nur noch einige kleine Regulierungen und der Superlaser ist einsatzbereit, Dr. Kralle. Ausgezeichnet. Tino, ich bin jetzt im Tempel und versuche, den Rubin zu finden. Dr. Kralle, Inspektor Gadget, kommt. Ihr wisst, was zu tun ist. Ja, Sahib, was kann ich für Sie tun? Haben Sie vielleicht einen kleinen Mann gesehen mit einem Rubin am Turban? Ja, Sahib, der ist über diese Brücke gegangen. Adieu, Inspektor Gadget. Hey du, lass den Strick los. Ich muss versuchen, daran zu kommen. Ist der Laser soweit? Für Kurzstreckenabschüsse ist er bereit, Dr. Kralle. Gut. Wir werden Gadget einen warmen Empfang bereiten. Donner und keine Wolke am Himmel. Das muss eins dieser tropischen Gewitter sein. Ja. Hey, Sie, halt! Go, go, Gadgetbeine! Herzlich willkommen, Inspektor Gadget! Vino, ich bin jetzt im Laserraum. Und wo bist du? Vino, hörst du mich? Wow! Vino, fantastisch! Diesen falschen Rubin kann ich gut gebrauchen und du versuchst, Onkel Gadget zu finden. Ich hätte doch lieber vorher anklopfen sollen. Man fällt nicht so mit der Tür ins Haus. Das ist der Moment, Gadget. Das Empfangskomitee ist bereit. Ach, du lieber Gadget! Große Katzen gibt's hier, ganz enorm. Go, go, Gadgetohammer! Go, go, Gadgetobeine! Go, go, Gadgetobeine! Du bist den Klauen meiner Tiger entkommen, Gadget. Aber den Zangen meiner Mönche wirst du nicht entkommen. Mönche? Muss ich um ein Kloster handeln? Ihr kommt im richtigen Moment. Euer Maskottchen scheint Hunger zu haben. Hey, gebt ihr ihm nichts? Ihr müsst mich jetzt leider entschuldigen, ich habe noch was vor. Meine Mönche werden dir den Weg weisen, Gadget. Moment mal, was macht ihr mit mir? Merkwürdige Sitten. Wahrscheinlich eine indische Begräbniszeremonie. Ein weiterer kleiner Versuch. Wirklich zuvorkommt. Wollen mich sicher damit vor den Fallen bewahren. Ich bin soweit, Dr. Kralle.
Sie mir sicher einen Ihrer alten Ritualtänze vorführen. Adieu, Gadget. Sag der Welt Lebewohl. Oh nein, ich muss mich beeilen. Ich hab sie nicht mehr unter Kontrolle. Sie sind verrückt geworden. Diesmal hast du keine Chance. Tolle Darbietung, meine Freunde, aber jetzt muss ich meine Untersuchung fortsetzen. Oh, oh, Gadgetto Arme! Nein, nicht Gadgetto Beine, Gadgetto Arme! Ich dich. Es hat mich etwas aufgehalten, aber jetzt an die Arbeit. Koko, Gadgetto Sprungfeder! Ach du lieber Gadget, die Sprungfedern muss ich bei Gelegenheit mal nachsehen lassen. Diesmal habe ich dich, Gadget. Sieht aus wie ein Planetarium. Ah ja, ein Teleskop. Bei der Gelegenheit kann ich gleich mal einen Blick auf den Satelliten werfen, den Dr. Kralle zerstören will. Hoffentlich habe ich Kleingeld. Ich muss den echten Rubin durch diesen falschen hier ersetzen. Der Superlaser ist jetzt endlich so weit, den Satelliten zu zerstören, Dr. Kralle. Dir bleibt nicht mehr viel Zeit, Gadget. Ich muss doch irgendwo ein Geldstück haben, um es in das Teleskop zu stecken. Hoffentlich nimmt es auch Pesos. Hey, ich habe das Geld doch noch gar nicht reingesteckt. Go, go, Gadgetto Arme! Mach mich aus! Jetzt oder nie? Ich wusste doch, dass ich Kleingeld bei mir habe. Ich sehe überhaupt nichts. So ist es, Gadget. Für dich verlöschen die Lichter. Oh, endlich der Rubin. Du bist tatsächlich zu dumm, Gadget. Du machst dir die Dinge zu leicht. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich habe doch eine Münze reingeworfen. Ich sehe immer noch nichts. Jetzt ersetze ich den echten Rubin durch ein einfaches Stück Glas. Na, endlich funktioniert es. Fantastisch. Welchen Satelliten will Dr. Kralle zerstören? Ich rufe Chef Gontier für Inspektor Gadget. Beeilen Sie sich. Ich muss machen, dass ich wegkomme. Nein, ich habe jetzt keine Zeit, ihn wiederzuholen. Schade, dass Sophie das nicht sehen kann. Was? Schon zu Ende? Das war nicht lange für mein Geld. Wenn es auch nur ein Pesos war. Ich glaube, Vino, wir sollten lieber abhauen. Ich will meinen Pesos wieder haben. Nun, Gadget, damit wäre wieder eine Angelegenheit erledigt. Kleinigkeit, Chef. Sagen Sie, Gadget, was haben Sie als nächstes vor? Also, dieses Teleskop ist ein Schwindel, Chef. Ich habe einen Peso reingeworfen und... Ja, ich sehe. Gut. Wo? Der Rubin. Gute Arbeit, Gadget. Aber Chef, Sie kennen mich doch. Ich mache keine halben Sachen. Mein Laser ist zerstört. Eines Tages wirst du mir dafür bezahlen, Gadget. Das schwöre ich dir.
Sophie. Wie möchtest du deinen Hotdog? Durchgebraten, bitte. Ein durchgebratenes Würstchen? Ach, lieber Gadget. Go, go, Gadgetto, Wasserdüse. Alles in Ordnung, Onkel Gadget? Du hättest eine Zange nehmen sollen. Du hast recht, Sophie. In der Nähe von Feuer kann man nicht vorsichtig genug sein. Außerdem darf man nicht vergessen, eine geeignete Salbe auf die leichten Verbrennungen zu tun. Und sie auf keinen Fall waschen. Am besten die Stelle mit einem sauberen, feuchten Tuch, zum Beispiel mit einer Serviette bedecken und Hilfe holen. So, und jetzt verteile ich die Würstchen. Inspektor Gadget, wer hat die Wahl gelöst? Oh, oh. Ja, natürlich, Inspektor Gadget. Das ist doch ganz klar, Inspektor Gadget, hab ne heiße Spur. Oh, oh. Weiß auch, wer es war, Inspektor Gadget, das ist doch ganz ordentlich klar. Ja, ja, jetzt macht's Klick, ab und zu kommt's auch ganz dick. Gadget, geh ran, zeigt euch, was er kann. Wer ist wieder da? Inspektor Gadget. Wer hat eine heiße Spur? Oh, oh. Ja, natürlich, ja. Inspektor Gadget.